Wir sind Daniel und Rieke und zusammen mit unserem Van Rusty begeben wir uns auf ein Abenteuer durch Europa. Wir sind jetzt in Bosnien und Herzegowina angekommen, haben uns direkt mal eine SIM-Karte gekauft für Touristen, weil ja hier kein Roaming ist. Geld haben wir auch schon abgehoben und weil wir hier im Nationalpark sind, Eintritt zahlen müssen. Teilweise Eintritt zahlen müssen. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Lohovo an dem Fluss Una und wir sind echt begeistert. Schaut euch das geile Wasser an. Das Wasser ist ja auch richtig geil. Kann man richtig den Boden sehen. Es ist da bestimmt 3 Meter tief. So sieht das aus. Und da hinten, da sind auch Wasserfälle. Der Nationalpark hier hat mehrere Wasserfälle. Eigentlich wollten wir zum Nationalpark Krka in Kroatien, aber da wir ja Zeit haben und wir dann mal ein bisschen im Internet recherchiert haben und Sparfüchse sind, haben wir dann herausgefunden, dass es hier in Bosnien viel geilere Wasserfälle gibt, wo man halt nur ein Zehntel, wenn überhaupt, an Eintrittsgelder zahlt. Von daher sind wir jetzt ein paar Tage hier länger in Bosnien. Und sind gespannt, was uns hier erwartet. Genau. Bosnien hat als Währung die konvertible Mark, dabei ist eine Mark 51 Cent wert. Oftmals wird aber auch der Euro als Zahlungsmittel akzeptiert. In Bosnien ist es noch nicht üblich, dass man immer und überall alles mit Karte bezahlen kann. Seit 1995 ist der Bosnienkrieg beendet und man braucht keine Angst zu haben, in das Land zu reisen. An abgelegenen Stellen kann es noch vorkommen, dass man Warnschilder von Bomben sieht. Wanderwege sollte man deshalb nicht verlassen. Die offiziellen Amtssprachen sind Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Viele können aber auch Englisch oder sogar Deutsch. Wir hatten keinerlei Probleme mit der Kommunikation. Zusammen mit Montenegro, Mazedonien, Serbien, Albanien, dem Kosovo gehört Bosnien zum Balkan. Die Hauptstadt ist Sarajevo, in welcher wir aber nicht waren. Meine Frau hat heute Morgen ein Cappuccino ans Bett bekommen. Und jetzt genießen wir den Ausblick. Da kommt die Sonne her. Und die Lichtstrahlen kann man voll sehen, weil die Luft noch so feucht ist. Richtig schön. Nach dem wundervollen Sonnenaufgang haben wir uns auf dem Weg zum Wasserfall Bihać gemacht. Der Eintritt kostet 7 Mark pro Person, was in etwa 3,50 Euro sind. Der Weg von Orasac zu den Wasserfällen ist sehr schön. Dabei sind lediglich nur noch die letzten 1 bis 2 Kilometer Schotterpiste. Die restlichen 6 Kilometer wurden frisch asphaltiert und sind somit für jedermann befahrbar. Leider ist das Fliegen von Drohnen dort verboten.
ausgelassen. Dafür sind wir hier hingefahren. Meint ihr, es hat sich gelohnt? Nachdem wir die prächtigen Wasserfälle bestaunt haben, haben wir uns auf den Weg nach Yalce gemacht. Dort konnten wir die Altstadt, die Wassermühlen und einen über 20 Meter hohen Wasserfall bestaunen. Nachdem wir einen schönen Stellplatz an diesem See gefunden haben, haben wir uns mit Fahrrad auf dem Weg zu den Wassermühlen gemacht. Früher sollten da die Farmer das Weizen zu Mehl verarbeiten. Genau, und jetzt stehen diese Häuschen halt leer und man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem Trollreich, weil diese Häuschen sind klein und süß und es ist einfach magisch, wie dieses Wasser einfach um diese Häuser fließt.
jetzt hier nur ein ganz kleines Stückchen weitergefahren. Hier ist so ein cooler Steg, da fließt das Wasser auch in Massen runter, wie ihr gesehen habt. Und hier ist fast gar nichts los. Bei den Wassermühlen habt ihr vielleicht gesehen, dass schon ein paar mehr Leute da waren. Es ist auch noch sehr früh gewesen. Also das hier ist eigentlich auch nochmal eine coole Sache vorbeizustauen. Am nächsten Tag sind wir dann weiter nach Jajce gefahren. Dort konnten wir diesen etwa 22 Meter hohen Wasserfall bestaunen. Die Ursprungshöhe des Wasserfalls betrug etwa 30 Meter. Durch ein Erdbeben während des Bosnienkriegs und Anschläge auf das Kraftwerk, welches oberhalb des Wasserfalls gelegen war, ist dieser heute nur noch 22 Meter hoch. Wer den Adrenalinkick mag, kann mit der Zipline über den Wasserfall fliegen.